So, Jenny. Jenny. Hörst du irgendwas? Hä? Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Booker, da. Der Schrein. What the fuck? Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Kein Buddha mehr? Du siehst nicht so gut aus, Jen. Jenny. Jenny? Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier! Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen, sehr gefährlich! Warten unten bei Mrs. Lin. Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen, sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zelle lag. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Ja, okay. Der ist nicht ganz bei Verstand. Der war auch schon mal tot. Und hier... Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Das ist eine andere jetzt. Lindere seine Last. Bring mir Chen Lin zurück. Übrigens, nur eine kleine Info. Das ist jetzt die dritte und letzte Kandidatin, die es in echt gibt. Also die ihr Gesicht in das Spiel bekommen hat. Wenn ich es finde, blende ich das in dem Moment ein. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist er ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin, wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Shantytown. Hat sie recht? Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Gut, dann gehen wir nach Shantytown. Und ich glaube, ihr wisst schon, ich habe nicht gelogen. Wir sind jetzt schon eigentlich eine ziemlich lange Zeit hier. Zumindest bei der Plaza. Jetzt müssen wir nach Shantytown. Und wenn wir die Maschinen haben, müssen wir wieder zurück. Genau daher hin, wo wir gerade sind. Also ja. Wir kommen sehr oft zu diesem Platz zurück. Und weil wir... Hast du bemerkt? Lin hatte Nasenbluten. Mhm. Scheint in Mode zu sein. Dieser Riss. Ob das so eine gute Idee war? Ja, das ist jetzt die Frage. Jedenfalls, deshalb zieht sich diese Stelle, immer wenn ich sie spiele, ein bisschen für mich, weil wir da eigentlich ziemlich lange immer... Ach ja, jetzt kann ich die Haken auf einmal wieder verwenden. Ganz plötzlich. Weil wir halt ziemlich lange da in dem Platz sind, zieht sich das Ganze so. Ich will jetzt aber endlich wissen. Ah ja, jetzt hat's funktioniert. Okay. Ich hab nichts gesagt. Hier, bitte! Danke schön. Öffne ihn! Hast du meine Tür geholt? Hallo? Das war irgendwie lustig. So, und hier geht's nach Shanty. Elisabeth? Alles okay? Verdeckt nicht deinen Ausschnitt. Dankeschön. So. Shantytown, this way. Was stand da vorhin drunter? Ich weiß es nicht. So, hier waren vorher die Frachten im Weg. Und jetzt können wir da hin. So, zack, 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 zack.
Mehr Geld. Und noch mehr Geld. So, schauen wir, ob wir uns irgendwas dafür kaufen können. Beim Veni Vidi Vigori. Nee, die Cluster brauchen wir nicht. Das mit dem Überspringen. Bocking Bonko verwende ich irgendwie nicht so oft oder gerne. Deswegen lassen wir das mal so. Hier haben wir einen Hebel. Mal viel lieber als Knöpfe. Dankeschön für das. Falls du Fragen hast, nur zu. Fragen worüber? Meinen Finger. Ich, sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Ja, aber... Ja. Hier können wir Deckung suchen. Soll ich das machen? Ich weiß, dann sind alle... Ach, machen wir einfach das. Los, mach! In Ordnung! Einer hat kurz geschrien und das war's. Feuer fliegt aus der Hand. Hup. 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 Jetzt. Bitte sehr. What the fuck? Hat die Leiche gerade aufgehoben wegen der Deckung? Ist sie gerade einfach in die Luft katapultiert worden, oder? Das muss ich mir nochmal im Replay ansehen. Danke dir! Warum habe ich das gefeuert? Achso. So, willkommen bei der Show Selbstmord! Je nachdem, wie kreativ sie sich selbst umbringen, desto mehr Punkte gibt's für sie. Die Höchstpunktzahl ist 10. Das war eine 4. Bis zum nächsten Mal bei Selbstmord. Und ja, toll. Hier hätten wir Elektro vielleicht einsetzen können, aber da muss auch erstmal jemand reinlaufen. Was sind sie lieber, tödlich oder tot? Tot, auf jeden Fall tot, bitte. Bitte bring mich um, jetzt sofort hier, meine Brust. Ramm mein Messer rein. Welcher Automat hat das gesagt? Da sitze ich. Weil ich will dein Geld. Nehmen wir einfach den Schadenspuster jetzt doch mit. Machen wir einfach das so. Mehr brauchen wir nicht. Ich habe Geld gefunden. Bedarf? Das brauche ich allerdings schon an mir. Danke. So. Da gibt es noch einen Frachthaken. Komme ich denn da hoch? Schon dabei. Ja, toll. Bring mir einen Frachthaken, wenn ich nicht hochkomme, so jetzt geht's. Da hätte ich mich auch hinstellen können. Oh, da ist sogar ein Sniper-Rifle. Oh, egal. Hier wollte ich noch hoch. Oh, Panzerfaust. Nimm mir die Panzerfaust mit. So. Noch mehr Panzerfaust. Finkton Housing. Überall Finkton. Gut, dann gehen wir halt mal weiter nach Finkton Mania. Und hier haben wir eine neue Kraft, zu der wir aber nicht hinkommen, weil die Tür zu ist. Was hast du Booker, gefunden? Ein Lockpick, her damit. Revolver. Hotdog, Hotdog, Essen. So. Gut. Stimmt, die Maschinen, die brauchen wir. Ich habe nämlich gerade überlegt, warte, warum müssen wir da jetzt hier? Hier haben wir jedenfalls einen Lift mit meinen Erzfeinden. Oh. Denn ich hasse Knöpfe!